Noch eine Fingerübung. Gibt es so einen Vektor? Gibt es einen Vektor A aus dem R3, so dass Folgendes gilt, dass der Vektor A Kreuzprodukt, Vektorprodukt mit dem Vektor 1, 2, 3 gleich dem Vektor 5, 0, 1 ist. Können Sie diese Gleichung lösen? Ich muss irgendwo ein Fragezeichen hinmachen. Hier schreibe ich ein Fragezeichen hin. Gibt es? Fragezeichen. Sie haben aufgepasst. Jetzt kann ich den Test von eben einsetzen. Wenn dieser Vektor rauskommen soll, dann heißt das ja, dass dieser Vektor senkrecht sein muss zu beiden Faktoren. Sonst kann es nicht funktionieren. Das Vektorprodukt, Kreuzprodukt, liefert immer ein Ergebnis, das senkrecht ist zu beiden Faktoren. Das hier muss zu beiden Faktoren senkrecht sein, sonst kann das nicht gehen. Sonst kann es niemals so einen Vektor A geben, der das macht. Und wenn Sie jetzt einfach testweise das Skalarprodukt ausrechnen, 1, 2, 3 mal 5, 0, 1, sehen Sie, die beiden sind nicht senkrecht, also Pech gehabt. Aber, schreibe ich mal dazu, dieses Skalarprodukt 1, 2, 3 mal 5, 0, 1 ist einmal 5, 5 plus 0 plus 3 ist 8 und 8 ist irgendwie nicht 0. Das ist ein Widerspruch. Es kann so einen Vektor A nicht geben. Es kann kein A geben, wäre die vollständige Antwort. Kein solches. Wenn Sie komplett vergessen haben, was die geometrische Bedeutung vom Vektorprodukt ist, wie könnten Sie es trotzdem lösen? Also genau, mit einem Gleichungssystem. Sie schreiben das hier einfach aus. Was heißt das Produkt hier? Ich schreibe es mal in Rot daneben. Also wenn man ganz verzweifelt ist, buchstabiert man es vielleicht mal aus. Wir sagen mal, A ist AX, AY, AZ. Und dann können Sie hier vorne das ausrechnen. So sähe das aus. Also wenn Sie, auch wenn Sie vergessen haben, was die geometrische Bedeutung ist, notfalls über Gleichungssysteme sollte man wieder hinkommen. Weißt du, was lustig ist? Das hier werden ja drei Gleichungen mit drei Unbekannten. Die Gleichungen sind so miteinander verstrickt, dass sie nicht lösbar sind. Typischerweise habe ich ja drei Gleichungen mit drei Unbekannten. Typischerweise habe ich eine Lösung. Und hier sehen Sie einen Fall, drei Gleichungen, drei Unbekannte. Ärgerlicherweise habe ich keine Lösung.